Wir sehen jetzt hier den Tragflügel der Junkers 52, der völlig fertig beplattet ist mit der konstruktiven Beplankung aus 1,5 mm Balsaholz von mittelharter Qualität. Des Weiteren sehen wir hier Kiefernleisten 2 mm Dicke, zweimal nebeneinander von 1 mm Breite, als Auflagerfläche unter der Tragflächenauflage am Rumpf, um hier Eindrückungen oder Verformungen durch Anpressdruck zu verhindern, muss hier die Oberseite mit Kiefernmaterial beklebt werden. Insgesamt waren hier notwendig für den Halt der Beplankung an Ober- und Unterseite beider Tragflächenhälften 3000 Nadelfixierpunkte. Mir tat ab und zu mal der Zeigefinger weh beim Reindrücken. Das ist schon eine Menge an Arbeit, welche hier jetzt geleistet worden ist. Als nächster Arbeitsschritt folgt die Anpassung des Tragflügels an den Rumpf, insbesondere im Bereich der Endleiste. So dass wir nach diesen Anpassungsarbeiten mit der Beplankung der Dural-Wellblech-Imitation fortfahren können.